Well, Digital Rights Management or DRM. Wunderschönen Tag mit dem Vortrag, eine Geschichte und die Implementation von Digital Rights Management. Wir sind Franz T. und Flo. Und wir wissen, worum es bei DRM geht. Es geht darum, dass möglicherweise nicht, dass du nicht in der Lage bist, die Musik auf eine CD zu brennen und dass du eventuell nicht beschützte Werke hören kannst. Aber wo kommt Digital Rights Management überhaupt von her? Und Molly wird uns das und noch weitere Fragen beantworten. Sie ist der Leiter der Kampagne der Freien Software Foundation, Free Software Foundation aus Amerika, und erzählt uns auch, wie DRM implementiert wird jetzt und eventuell auch in der Zukunft und wie wir es umgehen können. Und auch, wie wir vielleicht das loskriegen. Einen warmeren Applaus für Molly. Hi. Hi, Hallo, ich bin Molly. Ich wollte euch nur allen sagen, dass ich riesigen Angst habe, aber ich bin froh, dass wir hier mit den Freunden sind. Und nach diesem Moment werdet ihr gar nicht mitbekommen, wie viel Angst ich habe. Und es wird alles in Ordnung werden. Zuallererst, ich bin kein Anwalt. Ich weiß nicht sonderlich viel über Gesetze, aber ich verstehe die Regelungen und ich kann mit Leuten über Regelungen reden und ich kann Wikipedia lesen. Ich weiß auch, dass Benutzerfreiheit wichtig ist. Die Freiheit, Benutzerfreiheit ist, dass wir Geräte und Software haben in unserem Leben und dass wir Rechte und Freiheiten bezüglich dieser Geräte haben. Und Benutzerfreiheit bedeutet, dass wir freie Software haben, dass wir Free Software haben. Und ich möchte jetzt, dass ihr wisst, dass ich weiß, dass Software und Technik gewisse Anforderungen treffen muss, damit ihr die Rechte habt, die ihr braucht. So, was ist jetzt dieses DRM-Ding? Manche Leute sagen Digital Rights Management, aber ich sage Digital Restrictions Management, also Abgrenzungsrechte. Digital Rights Management oder digitales Rechtemanagement bedeutet, dass man die Idee hat, dass man auch Rechte hat, aber das stimmt nicht, es restriktiert alle nur. Wie ist DRM implementiert? Also zuallererst als Technologie, wie wir es am häufigsten sehen, ist, dass wir diese Medien, teilweise auch andere Software, die in dieser Verschlüsselung eingebunden ist. Das ist eine sehr technische Erklärung, wie ihr mitbekommt. Und irgendwo ganz weit unten habt ihr dieses Gerät, wo ihr ein anderes Stück Software installieren müsst, fast immer proprietär. Und dann kann eure Software dieses andere Ding entschlüsseln, damit interagieren, aber mit den Werten, die ein anderer dafür verwendet. Wie wir das wirklich sehen, ist, dass die Benutzung eingeschränkt wird, zum Beispiel für eine gewisse Zeit oder so. Ich habe viel Glück, weil die Bibliothek mir ausleiht, mir ermöglicht, elektronische Bücher auszuleihen. Aber leider kann man die nur für eine gewisse Zeit lesen. Denn das kann man die nicht öffnen. Oder bei Videospielen zum Beispiel, dass man 3 oder 4 Mal das überhaupt nur installieren darf und danach darf man es nicht weiter benutzen. Ebenso persistente Online-Authentifikation, das sehen wir auch bei Videos, wo ziemlich viele ziemlich wütend drüber waren, wo man eine Software nur dann benutzen kann, wenn man gleichzeitig eine Internetverbindung hat. Und das ist sehr klassifiziert, weil es da Regionen gibt, wo Menschen keinen Internetzugang haben. Und da können wir später drüber reden. Dann gibt es noch Produktschlüssel. Wenn ihr eure Kopie, also hoffentlich habt ihr überhaupt keine Kopie von Windows, aber solltet ihr eine Kopie von Windows haben, dann ist da ein Produktschlüssel drauf, den ihr eintragen müsst.
Ich hatte dieses Spiel, das ich als Kind liebte, die Incredible Machine, und ihr musstet etwas von der einen Seite auf die andere bringen und ihr hattet die ganzen Funktionen, die ihr dazu benutzen könnt. Das Problem war, dieses brauchte einen Produktschlüssel, den man einträgt. Ganz viele Auswahlen in einem Buch. Und ich wollte das, ich hatte die Demo-Version. Und ich musste das die ganze Zeit stoppen und weiterspielen, bis es das gefunden hat, was ich wollte. Und das war schon schade, als ich 5 war. Hier ist noch jemand, der sagte, in einem Spiel gibt es eine gewisse Erzählung. Und ich habe diese ziemlich breite Definition von dieser Technologie. Wir können auch noch später darüber diskutieren. Fragt mich dann einfach Fragen. Warum könnte jemand meinen, dass Digital Rights Management eine gute Idee ist? Oder warum meinen wir, dass es keine gute Idee ist? Das ist eine Diskussion über ihre Rechte, das sind die Ersteller oder Rechteinhaber, zum Beispiel spezielle Rechte, wem gehört dieses unanfassbare Ding, dass die so eine Art von besitzen, und wir sind auf der anderen Seite, das sind die Personen, wir hier sitzen. Und da gibt es diese Idee, dass die Leute, die etwas erstellt haben oder etwas eingekauft haben von dem Hersteller, dieses Konzept von diesem Ding, was sie gemacht haben, dass sie unsere oder eure und wir sagen auf der anderen Seite, dass wir auch diese Rechte haben und wir sollten unsere eigenen Regeln setzen. Was verlieren wir mit Digital Rights Management? Gut. Was verlieren wir mit DRM? Etwas, das wir verlieren, ist Zugänglichkeit. Wenn man ein Medium oder ein Programm hat, dann verliert man die Zugänglichkeit, weil man es nicht verändern kann, weil man es nicht anpassen kann, weil man es nicht weitergeben kann, weil man seine Anpassungen nicht weitergeben kann. In diesem Sonderfall spreche ich von Zugänglichkeit, darüber etwas zu verändern, um es zugänglicher zu machen, um es nützlicher zu machen für Leute, die andere Anforderungen haben. Zum Beispiel etwas zu verändern, damit es besser mit einem Screenreader funktioniert, wie zum Beispiel Webseiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das HTML einer Webseite mal angeguckt habt. Das ist normalerweise ein ziemliches Chaos. Accessibility kann aber auch heißen, zum Beispiel die Schrift verändern, damit Leute mit Dyslexia das lesen können. Oder Farbe für Farbenblinde, das ist auch ein Problem. Kunst. Leute machen wunderbare Kunstwerke. Ich will nicht mal so weit gehen, dass diese ganze End-of-Year-Remixe, die hier rauskommen, wo jemand die ganzen Songs aus einem Jahr zusammenfasst. Ich will den nicht mal Remix sagen, das ist Kunst. Das braucht Talent, das braucht Fähigkeit. Und wenn man keinen Zugang zum Medium hat, kann man sowas nicht machen. Einfachheit. Wie zum Beispiel der Herald gesagt hat. Wenn man in Situationen ist, wo man keinen Zugang zu etwas hat, kann man es nicht einfacher zugänglich machen. Ausbildung ist ein anderer Punkt. Mindestens in den Vereinigten Staaten darf man jedes Copyright-geschützte Werk nehmen. Ich bin kein Jurist. In einem Ausbildungskontext verwenden. Und mit DRM verliert man diese Möglichkeit, das Werk in diesen Kontext zu packen. Und das ist insbesondere schädlich, wenn man wenig Internetverbindung hat oder wenig technische Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel bei MIT gearbeitet. Und was wir dort getan hatten, ist, wir haben Kurse auf Harddrives gepackt und die an Leute versandt. Zum Beispiel, eins davon war ein Jugendgefängnis in Idaho, wo es keinen Zugang zum Internet gab. Ein anderes war ein medizinisches Training in Westafrika, wo die Leute nicht dieselben Privilegien haben, nicht den Zugang, den wir hier haben. Freie Meinungsäußerung. Ich denke, die meisten von euch verstehen das, also werde ich nicht drauf eingehen. Reparieren und nicht ersetzen. Über das sprechen wir nachher noch deutlich mehr, wenn wir über etwas von meinen Lieblingssachen sprechen, Traktoren. Und das Letzte ist menschliche Verbindung teilen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch liebt, aber ich liebe Bücher, die berühren mich auf eine spezielle Art. Und
Und wenn das passiert, dann will ich das mit jemandem teilen. Will ich dieses Gefühl weitergeben und das Buch weiterempfehlen können. Das kann ich nicht tun. Ich kann meine Erfahrung nicht teilen und wir verlieren diese Möglichkeit, Verbindungen zu teilen, weil irgendeine Firma findet, dass ich das Recht nicht habe. Übersetzung, das ist auch Accessibility verwandt. Wenn jemand beispielsweise nur, ich zum Beispiel, ich spreche nur Englisch. Ich brauche jemanden, der Dinge für mich übersetzt, aber wenn es da Einschränkungen gibt, dann kann das keiner machen. Gut. Zusammengefasst, DRM verursacht viele Probleme. Löst es auch Probleme? Weil Leute bestehen drauf, dass es das wirklich tut. Und es zeigt sich, das macht es nicht. Leute bestehen drauf, es kommt nichts raus. Und wenn Leute über DRM sprechen, dann reden sie über Pirates, über Raubkopien, über Leute, die Dinge klauen und über verlorenen Gewinn. Und was sich zeigt, ist, es gibt sehr wenig Auswirkungen davon, wenn man kein DRM hat. Gut, als nächstes sprechen wir über Gesetze gegen Umgehen von DRM. Und hier noch ein kurzer Disclaimer, ich bin kein Jurist, aber ich bin wirklich gut in Wikipedia lesen. Nun, fangen wir an. 1996 hat die World Intellectual Property Organization eine Copyright-Treaty gemacht. Diese World Intellectual Property Organization ist ein Zusammenzug von 191 Nationen und einigen anderen Mitgliedern und einigen Territorien, die sich alle zusammengeschlossen haben und alle zugestimmt haben, dass das DRM wirklich wichtig ist. Und die haben beschlossen, dass man Gesetze durch die Welt ziehen muss, um diesen DRM zu schützen. In den Vereinigten Staaten haben wir diesen DMCA von 1998. Hier viel Text, normalerweise will ich die Slides nicht vorlesen. Ich will hier nur kurz auf einen Punkt eingehen. Der DMCA gibt dir eigentlich die Berechtigung, um etwas zu umgehen. Also, wenn du ein Programm hast, mit dem du zusammenarbeiten musst, dann hast du Interoperabilitätsgewährleistung des DMCA. Und hier in einem späteren Teil des Gesetzes kommt eine Erklärung, was diese Interoperabilität bedeutet. Das heißt, die Möglichkeit von Computerprogrammen, um Informationen auszutauschen und sie gegenseitig zu verwenden. Das ist eigentlich eine ziemlich enge Definition. Aber Personen sind sehr, sehr, haben Angst, das auszunutzen. Was verboten ist, ist Software auszutauschen, um DRM auszuhebeln. Und hier will ich kurz über die Umgehungsgesetze sprechen. Wichtig ist, dass der Vorsatz aussagekräftig ist. Also wenn man eine Software nutzt, die etwas aushebelt, und wenn man eine Software baut, die etwas aushebelt, die nur genutzt werden kann, um einen DRM auszuhebeln, ist es problematisch. Und es ist etwas anderes, als wenn man eine Software baut, die beides kann. Eine kurze Anekdote in den Vereinigten Staaten. In der Theorie ist das etwas weniger restriktiv als die hiesige Policy, die hiesige Gesetzeslage. Aber eine große Menge von Leuten, die sonst eigentlich DRM umgehen möchten, tun dies nicht, weil die Risiken zu groß ist, wegen des DMCA. 2001 hat die EU mitgemacht mit der Copyright Directive. Diese Directive hat juristischen Schutz gegen Dinge, die sich für das Umgehen von DRM richten. Eine etwas andere Auslegung des Gesetzes. Man ist ein bisschen, hat man die Erlaubnis, das zu tun, aber nur dann, wenn zum Beispiel Menschen es tun für nicht illegale, nicht böse Zwecke, dann ist es okay. Und jetzt werde ich über zwei Case Studies sprechen, Traktoren und Webstandards. Und das ist ein sehr interessantes Thema und es ist sehr gut, darüber zu reden. Das ist ein Radio, das von Deutschland in den 1934 benutzt wurde. Und es hatte nur sehr wenige Radiosender, mit denen es funktioniert hat. Und das ist, weil die
das Wahlrad nur zu gewissen Frequenzen klickt. Also es war relativ einfach, das auseinanderzubauen und zu ändern. Aber es war illegal, dies zu tun. Das war, macht mich ziemlich wütend. Habe ich das hier auf Kickstarter gesehen, weil und dann sah ich das hier auf Kickstarter, so dass man das nur mit einer einzelnen Radiostation zuhören kann. Und für uns ist das Device Restriction Management. Wir haben diese künstlichen Ordern, wo wir einfach nicht weiter was machen können. Ihr habt eure eigenen Definitionen von DRM. DRM ist in der festen Welt, in der echten Welt. Es ist Keurig, die machen diesen Kaffee, diese komischen Pots haben. Und vor einer Weile haben sie da DRM verwendet, sodass die Maschine nicht funktioniert. Die Software auf der Maschine würde nicht ordentlich funktionieren, außer man hat einen Pot, der von Keurig kommt. Okay, lass uns jetzt über Traktoren reden. Warum Traktoren? Ich liebe Essen. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Bauern ordentliches Essen produzieren können. Außerdem sind Traktoren richtig cool. Die sind richtig cool. Schaut euch dieses Ding an. Und wir reden über John Deere spezifisch. John Deere Flickr-Gruppe hat mehr als 14.000 Mitglieder. Nicht nur sind Traktoren toll, sondern auch John Deere hat diese große, ist ein Standard. Und John Deere hat auch, dass die Käufer diese End-User-Lizenz haben, die Reparatur verbietet. Warum, wie verbietet es Reparaturen? Jetzt, wo wir diese Computer, diese angsteinflößenden Computer überall haben, diese ganze Technologie drin haben, die unterschiedlichen Weisen fest abgeschlossen sind, brauchen wir Geräte, die übermitteln, was der Computer drinnen weiß, mit dem Computer draußen. Und wenn man einen Bauer spezifisch hat, dann muss man eine Reparaturperson einmieten, die das dann repariert. Also wenn man jetzt ein eigenes Gerät haben möchte, ist es nicht so teuer. Aber man hat nicht mehr die Garantie. Diese End-User-Lizenz ist so, dass man es nicht selber reparieren kann. Das wird durch Anti-Umgehungsgesetze ermöglicht. Wir haben Anti-Umgehungsgesetze, die DRM schützen sollen, aber die haben auch andere Technologien, Einflüsse auf andere Technologien. John Deere hat auch Fisch hat sich auch vor anderen Sachen geschützt. Zum Beispiel, wenn man nicht ernten kann und wenn man den nicht reparieren kann wegen denen, dann ist es nicht deren Problem. Außerdem gibt es auch ein Konzept von Präzisionsagrikultur. Also wenn man mit dem Traktor aufs Feld fährt, dann erstellt man viel Daten. Da gibt es eine Gruppe namens FarmHack, also ist eine coole Gruppe, und die erstellen diese unterschiedlichen Farm-Equipment, um diese Digital Rights Management umgehen zu können. Es gibt auch Web-Standards, die werden von dem weltweiten Web-Konsortium WWCC erstellt. Und dann gibt es ganz so viele unterschiedliche Organisationen, die da teilnehmen. Und es ist in der Regel relativ teuer, dort Mitglied zu werden. Und die definieren, wie Leute Webseiten designen sollen, wie man Informationen mit den Benutzern teilt. DRM ist ein Webstandard. Was das für uns bedeutet, als die Leute, die wir hier sitzen, ist, dass jetzt die DRM eine normale Technologie ist. Seit ziemlich kurzem. Und sobald etwas eine normale Technologie ist, ist es einfacher, dass Leute, die jetzt in der Zukunft kommen, noch mehr restriktive Technologien erstellen können. Das hat die ganzen Nachteile, die wir bei DRM in anderen Situationen sehen. Obwohl es auf dem Web ist. Also normalerweise ist es ja, mit Web kann ich nur interagieren, wenn es online ist. Und können aber Leute trotzdem alle Sachen ändern. Aber man kann das nicht, wenn Media ganz spezifisch eingeschränkt wird. Warum ist das wichtig? DRM im Internet bedeutet, dass man Rechte, also Computer- und Softwarerechte aufgeben muss, wenn man die Software von anderen Leuten installieren muss, um Sachen zu benutzen. Wo ist Digital Rights Management? Wenn man eine gute, witzige Liste hören möchte, dann schaut diesen Cory Doctorow Talk von 2017 an.
Der hat auf der letzten Hope diesen Vortrag nochmal gehalten. Und hier ist eine unkomplette Liste von Orten, wo man Digital Rights Management findet. So Sachen wie autonome Drohnen, medizinische Implante und meine Hoteltür. Eine der wichtigen Sachen, die besonders relevant sind, sind medizinische Implantate. Links da sind zwei Menschen, das war auf der FOSDEM, ein Foto von der Brian. Sie ist eine Free-Software-Aktivist und die hat ein medizinisches Implantat in ihrem Herzen. Und Dick Cheney hat auch so einen Defibrillator im Herzen, und als er Vizepräsident der amerikanischen Staaten war, da wurde das WLAN da drinnen ausgeschaltet. Das WLAN in Sanders Herz, ich glaube, es ist, sollte man nochmal ihren Vortrag darüber hören, die erklärt das besser. Der wichtige Teil von ihrer Geschichte in dieser Situation war, als sie in ihren letzten späten 30er waren, war sie schwanger. Und wenn man ein Gerät hat, das alte schwarze Leute schocken soll, die Herzprobleme hat, dann ist was ganz anderes, als wenn eine junge Frau dasselbe passiert. Außerdem braucht es die Batterie schneller ab. Das heißt, man muss die Batterie häufiger austauschen. Und auch die Lebensdauer von 10 Jahren wird eine viel kürzere Lebensdauer. Und das heißt, man muss wieder Herzoperationen über sich ergehen lassen. Wir sehen das auch in Autos. Die Autos sind gefährliche Dinge, weil die haben das Potenzial, viele Menschen zu töten. Ich habe auf dem Internet eine Videoanekdote gesehen von jemandem, der sein Auto fährt und jemand anderem, der es hackt und dann die Bremsen ausschaltet. Ein anderes Beispiel sind Videoüberwachungssysteme. Wenn man beispielsweise Polizisten hat, die das aufzeichnen, Videoüberwachung ist was Ähnliches wie Fernsehen. Da sieht man also zum Beispiel auch in Läden, wo man Videos aufzeichnet, die dann in einem Gerichtshof gegen jemanden verwendet werden können. Wenn das mit DRM beschränkt ist, dann kann der Zugang dazu eingeschränkt werden. Und das kann dazu führen, dass wenn du zum Beispiel, wenn du verhaftet wirst, einen Anwalt hast, der dein Videomaterial nicht angucken kann, weil es DRM geschützt ist. Es gibt auch DRM für Daten. Die Datengesetze sind sehr komplex. Wer besitzt Daten über euch als Person? Wie sind diese Daten geschützt? Und wenn man über dieses Thema spricht, dann kommt man plötzlich zur Erkenntnis, dass man möglicherweise seine Daten nicht mal anschauen kann. Und vielleicht nur Zugriff bekommt, wenn man viel dafür zahlt. Gut, was kann man machen? Man kann Dinge machen. Ihr könnt Geräte, Medien machen, ihr könnt Firmen machen, ihr könnt Bücher schreiben, ihr könnt alle eure Werke ohne DRM verteilen. Als Künstler ist es möglich, Musik DRM zu verteilen, Dinge ohne Profit zu machen, Dinge zusammen zu machen. Man kann Gemeinschaften machen, die gegen DRM vorgehen. Man kann Gesetzesvorschläge machen. Und das Wichtigste, was man tun kann, ist, man kann es allen sagen. Das Wichtigste ist, dass man jeder Person, die man kennt, sagt, wenn einem etwas am Herzen liegt. Also, etwa jemand hat mir gesagt, es gibt keinen falschen Platz, um über freie Software zu sprechen. Ich spreche mit meinem Doktor, mit meinem Taxifahrer, mit meiner Coiffeuse darüber, mit meinen Eltern. Vor Weihnachtsessen am Tisch mit Freunden spreche ich über freie Software. Und das ist, dort findet man diese interessanten Geschichten. Nur so kommt man dahin. Man findet raus, dass jemand eine gute Geschichte zu erzählen hat. Man findet jemanden, der Zugangsprobleme hat zu einem Werk. Oder vielleicht braucht jemand in seinem Leben irgendeine Unterstützung. Und vielleicht hat jemand Probleme, die Umgehungsgesetze sind. Man kann sich auch organisieren. Gemeinsam ist es einfacher, mit Leuten zu sprechen. Gemeinsam kann man mit Politikern sprechen, kann man Politik beeinflussen. Es ist möglich, mit Non-Profits, mit Gesetzgebern zu sprechen. Man kann mit Leuten sprechen, die DRM benutzen, die DRM machen. Wenn man das alleine macht, dann geht das. Aber wenn man es zusammen macht, wenn man sich organisiert, dann ist das so viel mächtiger. So, und damit würde ich gern noch einigen Leuten danken, die mir in verschiedenen Wegen geholfen haben.
unter anderem das Kongress-Organisationsteams, euch allen, dass ihr gekommen seid. Es freut mich, dass so viele hier im Saal aufgetaucht sind. Ich danke der Free Software Foundation und den Unterstützern dieser FSF. Die FSF ist primär bezahlt von kleinen Spenden und Mitgliederbeiträgen. Und weil sie so bezahlt ist, kann ich meine Zeit damit verbringen, über Dinge zu sprechen, die mir wichtig sind, wie DRM und wie Umgehungsgesetze. Und deshalb kann ich an Orte wie hier kommen und mit euch darüber sprechen. Und ich hoffe, dass ihr das mit mehr Leuten tut und es weiter in die Welt tragt. Und ich danke euch allen, also meine Freunde. Ich hoffe, dass ihr das in die Welt tragt und diese Botschaft weiterlebt. Vielen, vielen Dank. Das ist nur ein Auszug, den ich merke. Und da ist meine E-Mail-Adresse und mein Status-Feed und meine Twitter. Vielen Dank, Molly. Das war ein super Talk. Wir haben ein paar Minuten für Fragen und Antworten. Bitte stellt euch an die Mikrofone, wenn ihr Fragen habt. Wenn hier jemand ist, der noch nie eine Frage gestellt hat, oder jemand, der sagt, hey, ich bin eine Frau oder nicht binär, und dann könnt ihr einfach vor euch direkt ins Mikrofon stellen, egal wer da gerade ansteht. Ja, okay. So, we start with Gut, wir fangen mit Mikro Nummer 3 an. Und die Frage ist, vielen Dank für diesen Talk. Du hast während der Präsentation gesagt, dass DRM keine Probleme löst. Und dass es eigentlich keine Probleme gibt, wenn man kein DRM benutzt. Ich stimme natürlich zu, aber ich würde gerne mehr hören, weil mich das interessiert. Also wir reden darum, warum es keine Folgen gibt, DRM nicht zu benutzen als Person, die es implementiert. Da sind ein paar Studien dazu, und eine der Sachen, die angeschaut wurde, ist der finanzielle Verlust dadurch zu bekommen, ob ein gewisses Medium mit oder ohne Digital Rights Management installiert wurde, ob es relevant dafür ist, ob man damit Geld macht. Ich gehe lieber darüber, welche Rechte da beeinflusst werden. Ich kann später ein paar Sachen anschauen, die dir zusenden, die darüber genauer reden. Viele Leute mögen Geschichten und keine Zahlen. Ich mag Zahlen mehr. Vielen Dank, Mikro 2. Hallo. Ich erforsche Popmusik und kaufe Musikdateien, die DRM geschützt sind und kann sie nicht für meine Forschung brauchen. Und andererseits bin ich in Kontakt mit vielen Musikern, die ihre Einkommensquelle verloren haben, weil das alte Modell, an Konzerten CDs zu verkaufen, nicht mehr funktioniert. Niemand zahlt mehr für Musik, außer auf Streaming-Services. Ich denke, dass das Schutzmodell von DRM Audio, das scheint mir eigentlich eine vertretbare Idee. Und mir ist aufgefallen, dass es vor ungefähr einem halben Jahr einfach verschwunden ist. Was wäre deine Aussage für Leute, die kreative Arbeit machen und die eine greifbare Bezahlung dafür erwarten? Die Frage ist darüber, ob welche Argumente wir Künstlern geben können, die andere Geldoptionen bekommen haben, insbesondere Musiker in dieser Situation. Ich bin kein Künstler, aber ich habe mit einigen von ihnen geredet, und ich glaube, dass mehr Leute für Musik bezahlen, als wir vermuten. Wahrscheinlich weißt du da mehr darüber, weil du der Experte bist und ich nicht. Ich habe hauptsächlich Daten, anekdotische Daten. Wie ich gesagt habe, ich versuche auf die Rechte zu schauen und auf die Wichtigkeit davon, wie man mit einer Gesellschaft interagiert, die nicht nur die Rechte, die Musik zuhört, sondern auch die Rechte der Leute, die Musik erstellen. Und ich bin in einer Band, und glücklicherweise haben wir jetzt unsere Band nicht nur DRM-freie Medien, sondern wir machen das auch unter einer freien Lizenz. Und wir machen das, weil es sehr wichtig ist. Und ich glaube, wir machen genauso viel Geld, wie wir auch sonst machen würden. Aber ich glaube, das ist ein spezieller Fall. Das ist nicht viel eine gute Antwort, aber tut mir leid. Okay, Mikrofon Nummer 1, bitte. Okay, Mikro Nummer 1, bitte. Also ich verstehe, dass ein Anwender oder ein Konsument oder ein Hacker,
das mir Vorteile verschafft, wenn es kein DRM gibt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann siehst du keinen Vorteil für die Rechtehalter. Wenn es keinen Vorteil für die Rechtehalter gibt, wieso tun sie es? Kontrolle und so weiter. Dann gibt es also einen Vorteil. Es gibt einen erfahrenen Vorteil. Leute denken, dass es ihnen hilft. Es gibt Leute, die sagen, wenn wir einfach nur restriktivere Konstruktionen haben, dann könnte es irgendwann funktionieren. Wenn wir restriktive Software haben, dann wird es einfach komplexer. Und es gibt Leute, die glauben nicht an Wissenschaftler. Und wir sind in einer Gesellschaft, die Expertise nicht, sondern nicht gut versteht. Ja. Vielen Dank, sehr gut, wirklich Forschung zu sehen. Ich habe es jetzt nicht auswendig dabei. Eine letzte Frage, Mikro 2. Diese Gier und diese Kontrolle für eine Firma, die wirklich ökonomisch motiviert ist, dann wird die DRM implementieren, weil diese Kontrolle, die gibt Geld und verschafft dem Verkäufer auch einen Login. Also DRM-freie Software oder Teile von DRM-freier Software zu machen. Ich sehe nicht, wie dort ein wirtschaftlicher Nutzen für Firmen besteht, die DRM implementieren. Denkst du, es gibt einen Weg, mit dem wir Firmen bestrafen können, die DRM implementieren? Können wir Firmen, die Software bestrafen, die Software und DRM implementiert? Die Idee, was Leute in der Regel machen, sie wählen mit ihren Füßen oder mit ihrem Geldbeutel. Sie reden mit Firmen, redet mit Firmen, schreibt den Firmen, schaut, ob ihr eine Firma findet, die dieselbe Meinung hat wie ihr. In der Regel existieren sie und in der Regel können sie Koalitionen erstellen. Ich habe Koalitionen außerhalb davon auch erstellt. Redet mit Organisationen und mit Firmen, die DRM implementieren und versucht ihnen zu erklären, was effektiv ist und was nicht effektiv ist und versucht, dass sie verstehen, dass wir über Geld reden, aber das ist nicht der Punkt, über den wir reden sollten. Wir sollten darüber reden, welche Responsibilitäten sie haben, dieses flüchtige Idee haben und diese flüchtige Rechte haben und was sie euch gegenüber schuldig sind. Vielen Dank. Das beendet diesen Talk. Wir haben keine Zeit für weitere Fragen. Und damit unterscheiden wir uns aus der Übersetzerkabine. Wir sind Flo und Franz T. Und Sie hörten den